Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum, zu einem weiteren Gamescom in die Arena. Boof. Let's test. Mit dem Zwergenfürst. Musik. Alles hier mal ein bisschen leiser machen. Ja, okay. So, wir spielen Tod und Steuererklärungen. Ja, Death and Taxes. Na dann, spielen wir es einfach an. Beginnen wir die Demo-Version dieses Spiels. Auf geht's. Errungenschaft freigeschaltet. Grim Awakening. Skip Intro. Habe ich nicht vor. Aha. Okay, hier haben wir eine Tür. Langsam aufgeht. Ah, da kommt ein Mann herein mit gelber Schleife und rotem Buch. Fate. Keep of World's Order. Okay. Hier ist ein Platz für zwei Zitronen. Okay, die fehlen aber. Der Mann mit der gelben Fliege seufzt, geht aus dem Haus mit gelben Rahmen, Umrahmungen, läuft als vier Personen über die Straße, was auf keinen Fall irgendeiner Band ähnelt. Da läuft er in einen Markt rein, in einen Supermarkt und kauft sich ein paar Zitronen. Hinter ihm tippt ihn jemand an. Der Mann mit der gelben Fliege wird wütend und verlässt den Markt und geht zurück nach Hause. In sein Haus mit den gelben Verzierungen an den Fenstern und an der Tür. Zu Hause beschwört er der Mann mit der gelben Fliege mit seinem roten Buch einen Fluch über seinen Zaubertrank. Aus dem Zaubertrank schwebt ein Totenschädel hervor. Der Grim Reaper. Das bin ich. Jetzt können wir ja unseren Grim Reaper personifizieren. Anpassen. Okay. Hier hat ein bisschen Bemalung im Gesicht. Boah. Sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt können wir unser Outfit anpassen. Das sieht doch recht schön aus. Das gefällt mir doch. Hier das mehrfarbige. Das sieht doch toll aus. Goldener Schädel. Ja, machen wir es so. Warum nicht? Yes. Finally, the new spawn has awoken. What a momentous day. I am honored to welcome you into our world. Spawn. Hang on. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Spawn number 20. Was? Ich bin der 20. der hier spawnt. Aha. I. Okay. Fate. I am the keeper of world order. Das habe ich schon verstanden. Du bist der Wächter über die Ordnung der Welt, über die Weltordnung. Where am I? What is this? What am I? Hello, a pleasure to meet you, Fate. I don't much care for being just 20. Can I be Fate? Straight to the point. Great. You are in my office, here to work as a Grim Reaper. Okay, ich bin also der Grim Reaper.
was auch immer das bedeuten mag. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4, the Sun County Wine Region. Mm-hmm. Hard cuts. I know what you are thinking, and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Okay. Standard stuff. Verstehe. Ich arbeite also als Tod. Ich bin der Tod. As it is your first day, try to get to know the system and do not destroy the world, yes? Ich werde mein Bestes geben, die Welt nicht zu zerstören. Right, yes. Clear? Wait, I have to kill people. I'm not ready for this. Okay, whatever you say, boss. Will I get paid for this? Na, die wichtigste Frage doch zuerst. Most certainly. The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy. Mhm. Okay. Marking profiles correctly is the most important task. If you mark more or less than necessary, you will not get your fee at all. Mhm. Also nicht mehr oder weniger töte als nötig, dann... Aha, dann werde ich nicht dafür belohnt. Errors in secondary tasks will reduce the total, even if the primary task is executed correctly. Aha. Remember, the fate of the world lies in your hands. Humans march towards the great dying. They always teeter on the precipice, creating endless chaos. Hm. Ja, die Menschheit und das Chaos. Man kennt es. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. Mhm. Also meine Aktionen, die ich im Spiel treffe, die werden Konsequenzen haben. Ja, man kennt's. Ja. I will show you your workplace right away. Follow me. Okay. One more thing. This will be your 7-day evaluation period. When the week is done, you will be assessed. Aha, assessed? Was heißt assessed? Bin ich ersetzt oder was? Habe ich nur einen 7-Tage-Job oder was? Na egal. 1 week to show us what you are made of. Ach, meine Probezeit, verstehe. Ich beginne meine 7-Tage-Probezeit. Okay. Ah, hier haben wir schon den ersten, der dran glauben muss. Devil Gray, Age 35. Oha, das ist der. Der muss leider früh dran glauben. Achso, ich darf jetzt entscheiden, ob der. Devil was born in the countryside but moved to a big city for new university. Likes rock concert and bars. Tries to find a cure for chicken flu. Has had issues with substance abuse in the past. Okay, könnt ihr auch noch weglegen? Spin it to the limit. Will. The mark of death. Better pick it up and start marking some fires. Well, I have phone at least. Good. Okay. Danny Moon, come on, come on. He's pirates to host Disney Airshow. Okay, das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Jetzt haben wir den Todesstift. Ich würde den glatt mal am Leben lassen, oder? Also der ist noch 35 Jahre, der hat noch viel zu leben und das, der ist Biologie. Chemist, ja, das ist Bio-Chemist, der hat was Anständiges. Er macht was Anständiges, ist noch jung, sieht hübsch aus, der hat noch ein Leben vor sich. Jebel Gray, you will live. Ja. Choice is final, confirm. Yes.
los lebe. Ein Letter. Okay, kann ich den Stift irgendwie ablegen? Welcome, Gum. Yes, defies on human rule and life-threatening situations within your domain. I am granting your time to settle in so not difficult wars and the quest is of today. Guter for the day. One human has to die. Also ich muss heute einen töten. Aha, verstehe. Okay, können wir den Stift... Okay. Können wir das, den Zettel irgendwie weglegen? Das wurde jetzt nicht. Ah, okay. Jetzt können wir uns den hier angucken. Kevin Mason, auch 35. Air Force Captain. Das ist ein riskanter Job. Also das kann man schon mal drauf gehen. Zwinker. Kevin born and raised at McIntyre Air Base. Loves the thrill of flying planes in intense combat situations. Their family has a history of military service. Kevin is dedicated to their wife and 7-year-old son. Oha, hat Frau und Kinder, eine tolle Wurst. Really taking any time for themselves. Einen muss ich töten oder was? Er hat Frau und Kinder, das kann ich doch nicht. Das Air Force Captain, da kann es schon mal passieren. Die lassen mal am Leben. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Titel. Noch einen Auftrag. Oder waren das jetzt die zwei, die wir schon haben? Habe ich jetzt verkackt. Können wir dich verschieben hier? Ach, sind der Fels. Na toll. Können wir das noch ändern? Können wir nicht. Haben wir schon verkackt. Na toll. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Oh, the new Deathspawn. Welcome. How was your first day? I sucked. I don't want to kill anyone. The day was awesome. I didn't kill anyone. Most okay. I don't know. Okay. I know it is your first day, but... Ich hätte einen töten müssen. You cannot let everybody live. Ich weiß. All our choices have serious consequences. Even if you cannot... Ich konnte den Mann mit... Das ist... Der hat Frau und Kinder, das kann ich doch von meinem Gewissen nicht verantworten. Ich meine, der war Air Force Pilot, ich selber schuld. Ist vielleicht mal passiert. Riskanter Job, ich meine, ich als Tod, das ist ja gut. Was soll ich da sagen? Ich meine. Verspottest mich doch als tot, wenn du so einen riskanten Job angehst. Das kannst du nicht erwarten, dass du dir, wenn du dir jeden Tag mit dem Messer ins Herz stichst, dass du jedes Mal überlebst. Das verstehst du? Okay, ja, ich werde mich mehr anstrengen. I am glad you see the error of your way. Alas, we cannot undo this mistake. The choices will only get harder from now on. Pay attention to the letter for the guidelines. Understood? Es erinnert mich so ein bisschen an hier den Grenzposten-Dings, das Grenzposten-Spiel, wo wir jeden Tag eine neue Regel bekommen haben und dann immer so ein bisschen hat das so einen Stil.
Ja, es wird immer schwieriger, verstehe ich. I have great hopes for you. Do not disappoint me. Ich werde dich nicht nochmal enttäuschen. Boss. Okay, the mayor. I hope you found your accommodations adequate. Here are the rules. Jetzt haben wir drei. Today, flow them and you will be okay. A simple task to balance out the mishap of yesterday. Quota for day one, human will with an infotechnology background has to die. Also ein Infotechnologie-Typ muss sterben. Ein bisschen. Mit dem Spiel hier spielen. Können wir das weglegen? Okay, na dann, schauen wir uns mal diese Achten an. Name, Itoro Olve, 19 ist er. Meine Güte. Wir haben einen Narrative Designer und wir haben einen Pro-Gamer. Okay. Human with the Infotechnology Background. Ja, okay. Und schauen wir uns mal, was der gemacht hat. Itoro started out playing games they loved believing in themselves when no one else did. They kept getting better, but life kept getting more difficult. Itoro had a really good shot at making it until they got involved in a esports doping scandal. Ah, okay, der hat gedopt. Ach komm, der kann sich noch bessern, der ist 19-jährig. Ist 19 Jahre, der hat noch sein ganzes Leben Zeit. Und das Leben. Hast noch Chance, dich zu bessern. So. Dann haben wir hier, die hat History Teacher, ja, das ist. Einen müssen wir mit Technologie Background, müssen wir uns. So. Schauen wir mal dich an. Roberta Williams, die muss dann wohl dran glauben. 44 Jahre ist er alt. Ja, Narrative Design, ich hoffe jetzt mal, dass das Designer jetzt. Oder habe ich mich da jetzt geirrt? Ich glaube, Designer war doch. Oder das heißt, das ist doch was. Ist doch so ein Background, oder? Das ist doch hier Infotechnologie Background, oder? Spieledesign oder was? Also, ist das. Oh man, ich glaube nein. Roberta enjoys crafting stories that make people feel all kind different emotions. Their main interest is exploring Tambo-Villian relationship dynamics. In their free time they like to write melee erotic fanfiction and argue with nerds and on Corker. Ach du Schande. Dann setze ich mal hier mein kleines Kreuz, nein. Tut mir ernsthaft leid, aber wenn ich das richtig verstanden habe, musst du jetzt dran glauben. So, und Emmanuel Snow, History Teacher, Geschichtslehrer, 32. What is history anyway? A collection of stories made up by those who have access to power. And even then it's full of mistakes and errors. That is why Emmanuel has grown ever more interested in teaching alternate theories to their studies. Oh man. Hat alternative Geschichte unterrichtet der. Ein Geschichtslehrer, alternative Geschichtstheorien. Verschwörungstheorien unterrichtet. Na gut, den können wir ja leben lassen. da ist mir was ausgerutscht. Ja. Jetzt habe ich mehr getötet. How was the second day on the job? Great. It gladdens me to hear that.
I see many deaths in your region today. Mhm. Too many. Da weiß ich von nix. Mir ist nur der Stift ausgerutscht. Man, ich hab, that's my job after all. I'm feeling sick, can I leave it leave early? Yeah, I would know anything about that. Ja, genau. Ich weiß von nix. Ich werde das gerade haben. You would not? Oh, I am sure you do. Nein, das ist... Da muss mir der Stift ausgerutscht sein. Sie meinen, der Lehrer, der Geschichtslehrer mit Verschwörungstheorien, ich bin mir sicher, den habe ich als lebendig angekreuzt. Das bin ich da, wenn das Sie meinen, ich habe den getötet, da muss mir wirklich der Stift ausgerutscht sein. Also das glaube ich ja fast nicht. Den habe ich doch leben gelassen. Das ist wirklich. Such errors mean I must dock your pay for the day. Ach du Schande. You may leave. Ach, ich habe Frauen und Kinder. Nee, habe ich nicht. Wenn ich es mir genauer überlege. Nee, habe ich nicht. Jetzt kriege ich wieder Geld oder was? I still don't know what I'm doing. I hope I get kill more people. Can I get a vacation? I think you do. Stop nein. Das muss ein Versehen gewesen sein. Das muss ein schlimmes Versehen gewesen sein. I appreciate the enthusiasm, generally. But do follow the rules. Good night. Gute Nacht. Okay, dritter Tag. Read me. Sagen wir schon 4 Zettel oder was? 5 Zettel. Da müssen wir wohl rangehen, oder? Aha. Sorry, der Twitter. Wir machen wieder den Fidget Spinner an. A New Delhi dawns with slightly favor. People alive then required. I know being a reaper may grow mountainous, but you won't not take far out of on the humans. Please follow the rules and choose the appropriate number of profiles before you fax them to me. Okay, 2 muss ich töten. Okay, ich muss 2 töten, die Bedingungen sind egal. Okay, dann schauen wir die uns mal an. Keine mehr oder kein weniger. Ivan Miatlov, 23, Student. Ivan is a student at the local Polytechnical Institute, but their real passion is hiking. That they are preparing for a challenging skiing trip to the nearby mountains with a group of friends. On the completion of this trip, they would all be awarded the highest hiker certification. Okay. Das wurde jemand ausgerutscht. Jackson P. Ortega, 32, Projektmanager. Jackson just doesn't seem to get a break. They manage various projects, which all somehow end up failing. They used to be married, but nothing lasts forever. Their pet goldfish died in one day. Their bike always seems to have a flat tire. And this is just the beginning. Okay, hat ein Pechtag. Columba Hunter, 47. Airplane Pilot. Columba is a distinguished war veteran. These days working as a well-regarded passenger airplane pilot. They are happily married and have 5 children, as Hobby Columba is extremely interested in history of religious buildings.
Das klingt doch auch nicht schlecht. Wir schauen uns erstmal alle an und gucken dann. Hier haben wir ein Leider Naivus. 48, die älteste von allen. Science Teacher. Leider ist the type of science teacher communicator who enjoys having their pupils do the diverse array of experiments, some more explosive than others. No needs to worry, they adhere safety regulations. Muss die. Okay, sie ist bei einem Wissenschafts. In der Schule bei einem Wissenschaftsexperiment hat sie was angezündet und das in die Luft geflogen. Okay. Okay, hier haben wir Peter Norman. 40, Bicycle Repairman. Repairing bicycles is Polter's life. They own a bicycle shop. Designing custom bicycles and pimping up old rides. Experimental brake modifications and neon light installations are brought our special. Das klingt doch sehr sympathisch. Gut, jetzt müssen wir uns entscheiden. Hier haben wir die älteste, 48. Die hat schöne Chemie-Experimente gemacht. Der Projektmanager hat einen schlechten Tag. Das ist ein Student, der auf dem Klettertrip ist. Und hier haben wir einen Pilot aus der Navy und so. Ja gut, es ist hier bei der, also hier Explosion im Schulunterricht. Da ist wohl was hochgegangen. Zwei müssen wir hier töten. Hier und Airplane Pilot. Ja, habe ich schon was dazu gesagt, zu gefährlichen Jobs. Tut mir leid. Na dann, dann können wohl die anderen am Leben bleiben. Zwei muss ich töten. Und dann bleibt ihr hier mal am Leben. Bleibt mal schön am Leben hier. So, two humans have to die. Na dann. So, den ersten Tag mal was richtig gemacht, hoffentlich. Grim, my latest spawn. 3 days you have been with us. How do you feel? Okay. Ja. Haben wir auch Zeit heute. Ja. Fine, more or less. Das ist ein bisschen confusing. Ja. Good. One has to focus on their tasks and avoid needless emotionality. It helps maintain composure in our stressful line of work. Now, let me take a look at the files you sent in today. Right. Everything looks to be in order. Ja, das haben wir gut gemacht. Rules and marked the correct amount of profiles. Haben wir unsere Aufgaben mal richtig gemacht. You may leave. See you tomorrow. Okay, ich würde das, glaube ich, jetzt mal dabei belassen. Die ersten 3 Tage jetzt hier im Netztest gespielt. Ich würde mal sagen, wenn mich nach oben sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Netztest wieder auf meinem Kanal. Ja, das mache ich jetzt offscreen weiter. Vielleicht zeige ich euch noch das Ende davon. Ich mache das jetzt hier noch offscreen zu Ende. Ja, sehen wir uns. 3 Humans have to die. Okay. Na dann. Haut dran. Ciao, ciao. Okay, da haben wir das Ende unserer Woche erreicht. Hat er schon gesagt, dass das der Ende, das Ende der Woche ist. Fragt uns, wie es gelaufen ist, wie wir uns fühlen. Ah ne, how do you think you have to be doing? Ja, ich habe mich anfangs ein bisschen schlecht angestellt, aber. Interesting. Yes. Your answer has been recorded for the psych eval.
Now then, before the assessment, let us look over your daily conduct. I see the required profiles are all here. Excellent. This bodes well for the evaluation. I guess it is time to get started. Mm-hmm. Yes? What about today? Ja, today. Gestern war schlecht, heute. Oh, everything seems to be getting better as we speak. Do not worry about it. Fixing the world is a slow process. So, keep at it. As long as you follow the rules, it will all get... Now, where did I put those papers? Ah, here we go. Right. Looking at these stats, the numbers say... You have performed adequately. Adäquat, okay. Am Anfang ein bisschen verkackt, aber... Ja, akzeptabel. Oh, do not thank me, Grim. This is not praise. I had hoped for more than adequate. Ich weiß. Do not let this cloud your judgment. You still have much to learn and many rules to follow. Piece of cake. What? I swear, there must have been something off in the Grim Brew. Nonetheless, as such, your 7-day evaluation period has concluded. You have passed. Okay, ich habe die Probezeit bestanden. That is all. Gut. Until tomorrow, Grim. Thank you for trying the demo. Da haben wir es abgeschlossen, die Demo-Version, und eine Errungenschaft erhalten. For more info about the development and this. And eventual full release of Death and Taxes, please wishlist us on Steam. Das kann man doch machen. Or follow us on itch.io. Made by Lini Knapp, Weidu, Kitas, Tradi Knapp, James Newt North, Ott Madis, Ott Solid, Merten, Ratzep, Adam, Bo, Markus, Rondo, Urmas, Salum. We are grateful for your continued support and interest. Did you like Audium? Yes. Ja, es ist natürlich, das ist, mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also vielleicht sogar ein bisschen zu viel Spaß. Mhm. Ja, also. Death and Takes, das ist ein, ich fand es bisher ein großartiges Spiel jetzt in der Demo, also wirklich habe ich nicht viel dran zu bemängeln, also es ist wirklich auch die Geschichte mit dem Vorgesetzten dort, mit dem, wenn das noch ein bisschen so comicartiger, wie es am Anfang war, wenn es dann noch weitergeht, wenn da zwischendurch noch so ein bisschen Story kommt und wenn nicht, finde ich dieses Ankreuzen-Dings, dieses gefällt mir. Das ist eine, ist auch ein bisschen eine Herausforderung. Man muss gucken, dass man die Regeln einhält und muss man gucken, dass man irgendwie, ja, mit dem Gewissen auch so ein bisschen, ja, es ist ein lustiges, cooles Spiel. Das merke ich mir auf jeden Fall. Finde ich nicht schlecht. Es kommt auf jeden Fall auf meine, das kommt auf meine Highlights-Liste. Die Gamescom, das kommt auf jeden Fall, das merke ich mir. Hat mir sehr gefallen. Yay! In that case, du kannst da wishlisting aus dem Steam sofort back to real life.